Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist direkt am Start und wir werden eine Runde Let's Play Assassin's Creed Rogue. Und wir spielen das um 21.27 Uhr, das heißt um 22.30 Uhr sind wir fertig und drücken Start und drehen rum. Diese Festplatte. Und ich habe ihn gerade Alien aufgenommen, jetzt nehme ich das ja auf und falls die Leute Alien noch nicht geguckt haben, gebe ich die Information gerne raus. Ich habe jetzt einen neuen Computer, exklusiver Fuck that shit. Ja, Leistung für Assassin's Creed spielen, wo den Ezio Monitor fällt, weiß ich doch. Ich habe, wie gesagt, jetzt einen neuen Computer. Da kommen jetzt neue Projekte am Start. Let's Play Randomness wird jetzt öfters mal durchgeführt. Ich habe was mit zwei anderen YouTubern vor. Da wollen wir auf jeden Fall was überlegen. Dann eigene Projekte halt noch so pipapo. Also es wird jetzt ein bisschen besser. Auch das Schneiden wird jetzt ein bisschen schneller. Das Rendern wird ein bisschen schneller jetzt von dann laufen. 12 GB Arbeitsspeicher, mehr kann ich dazu nicht sagen, das reicht mir vollkommen aus. Wir nehmen das hier mal einfach. Und Skyline, wir sind in New York und dabei trinke ich mal ganz kurz von meinem genüsslichen Kaltgetränk. Ah, ist schön. In dieser Anzeige, ihr sollten sie aus allen Konflikten fliehen, damit sie regenerieren kann. Ja, ich habe so Wolverine-Kräfte, dass nach einer Zeit wächst das alles wieder zusammen. Das ist ganz normal und typisch. Ich habe keine Ahnung, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich glaube, das ist schon 2 oder 3 Wochen her, wo ich das letzte Mal Rogue aufgenommen habe. Und wir befinden uns natürlich hier. Wo könnten wir auch sonst woanders sein? Fuck, wo bin ich? Und was ist meine Aufgabe? Wir haben noch das Haus verbessert, wenn ich mich nicht täusche, ne? Wir haben irgendein Haus verbessert. Ein langer Marsch und ein kurzer Fall. Mission starten. Gehen wir mal direkt in eine Mission rein, würde ich sagen. Shay, Colonel Monroe hat uns alles berichtet. Ihr, Sir, seid töricht. Aber danke. Master Cormac, es tut mir leid, euch zu belästigen, so kurz nach eurer Genesung. Nein, ich habe genug von meinem Gesperrtsein. Dann könntet ihr einem Freund aus einer Notlage helfen? Kommt drauf an. Er hat ein Verbrechernest entdeckt, das seltsame Waffen herstellt. Seht ihr? Kugeln so laut und hell wie Feuerwerk. Könnten wir bitte einen Moment allein sein? Netter Kerl. Sein Name ist Christopher Gist. Er steckt bis zum Hals in der Patsche. Ich fürchte, die Mistkerle hängen ihn wie ein Hund. Es sind schon zu viele Unschuldige gestorben. Gut. Die Schurken sitzen im alten Fort Arsenal. Ich muss dringend nach Albany. Bitte sagt Gist, er soll dorthin kommen. Wird erledigt. Ach, ich sehe gerade noch ein anderes Teil unten auf dem Boden liegen. Ich habe gerade meine Beleuchtung hinter dem Fernseher angemacht und da sehe ich gerade eins noch auf dem Boden liegen. Ich muss das andere noch oben an der Decke dran machen, aber also an der Boden, unserer Seite. Und es von oben runter leuchtet, aber es hält einfach nicht. Fickt euch, ihr blöden Schlampen, ey. Wenn ihr das wärt, ihr würdet rumheulen. Aber in den Zeiten war es einfach eine normale Angelegenheit und eine Belustigung des Volkes, um es auf bei Laune zu halten. Knallkörper.
Der Knallkörperfall sorgt für einen Tumult, der jedermanns Aufmerksamkeit erregt. Er ist perfekt geeignet, für eine Ablenkung zu sorgen. Achso, dann werden wir einfach mal hier drüber schwimmen. Ist natürlich nur die Frage, wie lange lenkt der ab? Oder auch nicht. Wie komme ich jetzt darüber? Jetzt muss ich erstmal einen Weg finden. Müssen hier hochklettern mal schnell. Schnauze, verdammt nochmal. Diese Halunken gehören zu derselben Bande, welche die Finnegans belästigten. Ich bräuchte mal ein Schwert. Scheiße, habe ich nicht geschafft. Kacke. Ey, warum ist das denn so bescheiden? Schon wieder. Aber Knallkörper ist echt nicht nice, wollte ich gerade sagen. Echt nicht schlecht. Also, der lässt sich auf jeden Fall, wenn ein bisschen präzise eingesetzt, auch sehr gut einsetzen. Präzise eingesetzt, auch sehr gut einsetzen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wie gesagt, um das Volk auf Laune zu halten, wurde halt sowas gemacht. Und gleichzeitig auch als Abschreckung halt, ne? Ist ganz klare Sache. Wissen wir. Ist da hoch, ganz schnell. Ganz schnell smashen. Was und wie? Schnell weggehen, ihn abstechen.
ihn smashen. Also noch ein bisschen mehr bitte wieder aus, ja? Nein! Das gibt's doch nicht! Mann, Alter, der hat schon wieder 15 Schläge in die Fressleiste gekriegt. Aber da habe ich eine Mikro-Attacke nicht eingesetzt und schon kann das überleben, Alter. Leck meine behaarten Eierschalen. Verdammt, Alter. Warum du nicht willst sterben? Hammelwurst. Ja, hab ich. Ja, ich kann auch die Information gerne nochmal rausgeben, dass es damals sehr beliebt war und damit man das Volk bei Laune hier halten könnte und um Leute abzuschrecken. Brauche ich nicht. So, sparen wir uns die Zeit hier. Und werden dementsprechend arbeiten. Wenn diese Persönlichkeit sich mal wieder wegbewegen sollte. Schlafheit haben wir keine. So, nach oben bitte. Komm her jetzt, schnell! Stop! Let's have a word, Jolt! Finally, some excitement! Ich versteh's nicht, ich stehe direkt daneben. Ich stehe direkt daneben! Drück B! Ich drück B wie Blöder! Das blöde B nicht. Habt ihr gehört, meine Gute? Ja. Ich muss einfach nur den Schützen töten, am besten. Alles andere interessiert mich erstmal nicht. Ich muss noch nicht mal töten. Ja! Interessiert mich doch nicht. Aber ich kann andere tolle Sachen machen. Wie zum Beispiel Kapelle ins Nasse. Hier nehme ich auch noch haben 3 Minuten. Was willst du von mir? Komm, ab mit dir. Spacko, dreh dich um. Dreh dich doch jetzt um, Alter! Lass ihn baumeln! Fahr zur Hölle!
So. Battle.